Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir starten den Culture Club heute mit einem Literaturtipp, und zwar dem Roman Koffer voller Briefe von Autorin Stefanie Greck. Die Geschichte spielt in München und in Bruckmühl. Und wir sind heute hier im Harlachinger Jagdschlössl. Das ist einer der Schauplätze im Buch, und sprechen mit Stefanie Greck über ihren Roman. Stefanie, dein neuer Roman, Koffer voller Briefe. Was sind es denn für Briefe? Das sind Briefe an einen Mann, die eine Frau täglich geschrieben hat. Das sind Liebesbriefe, es sind Beschreibungen des Lebens mit ihm. Und es wird sich bald herausstellen, dass sie diese Briefe alle nie abgeschickt hat, geschrieben, jeden Tag in einen Briefumschlag gegeben, mit einer Briefmarke versehen und dann weggepackt. Also zwei Protagonisten quasi im Buch. Magst du mir ein bisschen mehr über die beiden erzählen? Also Elias ist eher so ein Filou, wohnt in München, geht gerne mit wechselnden Bekanntschaften aus, und plötzlich stehen zwei Polizisten vor ihm vor der Tür und sagen: Kennen Sie diese Frau? Reichen ihm ein Bild hin. Er sagt nein. Reichen ihm noch ein Bild hin. Das Bild von einer toten Frau. Er sagt nein. Und dann reichen sie ihm das Bild von dieser gleichen Frau als ganz junge Frau hin. Und er erkennt, dass es eine Freundin war, die er als 18-Jähriger ein halbes Jahr hatte, dann mit ihr Schluss gemacht hat. Und dann erklären die Polizisten ihm, neben dieser Frau, die sich vermutlich das Leben genommen hat, stehen Koffer voller Briefe, seit 30 Jahren jeden Tag ein Brief an ihn. Und jetzt kann man diese zwei Protagonisten, Elias und Isabelle, wahrscheinlich schon verstehen etwas. Jetzt spielt ja der Roman in München und in Bruckmühl. Welche Orte gibt es jetzt gerade in München, die wir vielleicht kennen? Ja, also Elias lebt in München und er bewegt sich dort auch. München ist so auch der Hintergrund für ihn, dieses Lebendige, vielleicht auch etwas Leichte. Und er geht mehrfach in den Englischen Garten, und zwar bei Tag und bei Nacht. Und das ist natürlich etwas, was ich auch nachempfinden kann. Bei Tag springt man in den Eisbach und liegt in der Sonne und das Leben ist da und ein bisschen Alkohol steht vielleicht neben einem. Und in der Nacht, finde ich, wird der englische Garten wunderschön, aber auch traurig. Und er läuft also sowohl am Tag dadurch, wo er das Leben spürt, und auch nachts, wenn er verzweifelt ist. Denn diese Erkenntnis, dass er eine Frau hatte, die sein Leben lang täglich ihm Briefe geschrieben hat, bedrückt ihn auch sehr, belastet ihn auch sehr. Und das sind dann Momente, wo er durch den englischen Garten läuft. Ja, es gibt auch eine Szene, die spielt im Harlachinger Jagdschlössl. Und da lasse ich ihn mit einem Freund sitzen, ein Bier trinken und über das Ganze sprechen. Und da hast du auch eine Szene dabei aus dem Buch. Magst du uns die einmal vorlesen, bitte? Sehr gerne. Ich habe eine ganz kleine Szene, damit man auch sieht, dass das München immer so ein etwas den Hintergrund ist und auch etwas die Charaktere spiegelt. Ja. Sie sind also im Harlachinger Jagdschlössl. Da war eine Frau. Ein kurzes Aufflammen in Olivers Augen. Nein, nicht wie du denkst. Ich war 18. Elias überlegte kurz, sie auch. Oliver lehnte sich zurück und grinste übers ganze Gesicht. Und du hast sie wieder getroffen. Nein, sie ist tot. Sie hat sich das Leben genommen. Oh Mensch, Elias, also du hast immer super Geschichten. Mit vor Ironie rollenden Augen griff Oliver nach dem Bier vor ihm auf dem Tresen und nahm einen tiefen Schluck. Ob ich diese Geschichte hören will? Vermutlich nicht. Elias zuckte mit den Schultern. Aber sie ist eben geschehen. Sie saßen im Harlachinger Jagdschlössl und hatten einen Schweinebraten sowie ein Schnitzel gegessen. Schieß los, Kumpel. Elias berichtete von der kurzen jungen Liebe,
von der Nachricht ihres Todes, von 30 Jahren Briefen jeden Tag. Wie inspirierst du dich da? Wie schreibst du diese Szene? Sitzt du dann hier im Hallachinger Jagdschlüssel oder wie kommst du drauf? Also ich bin Münchnerin und ich kenne diese Orte und ich bin natürlich als Autorin eine große Beobachterin. Mhm. Also wenn ich hier bin, fallen mir immer Dinge auf. Ich höre auch gern am Nebentisch und schreiben tue ich aber wirklich nur an meinem Schreibtisch und brauche auch wirklich Ruhe. Man braucht auch Zeit. Also man kann nicht in 10 Minuten sich hinsetzen und dann schreibt man irgendwas, sondern man braucht eigentlich, ich jedenfalls, mindestens 3 Stunden Zeit, wo ich mich auch versenken kann, wo ich nochmal das nachlesen kann, wo ich auch recherchieren kann. Und sei es nur dann Bilder vom Harlachinger Jagdschlüssel, damit ich das dann eben beschreiben kann. Und schreiben tue ich dann zu Hause. Also es ist dann auch einiges an Recherchearbeit, so ein Buch. Ich brauche für ein Buch ungefähr ein Jahr. Es gibt natürlich unterschiedliche Rechercheaufwände. Und bei diesem Buch konnte ich ein wenig mehr auf das zurückgreifen, was ich kenne und im Kopf habe. Aber Recherche ist ganz, ganz wichtig. Und warum bist du überhaupt Autorin geworden? War das dann schon immer dein Traum? Ja, das ist eine verrückte Geschichte, die hat so ein bisschen Umwege, aber im Nachhinein kann ich fast sagen, dass sie Sinn gemacht hat. Also ich habe Literatur immer geliebt, ich habe das verschlungen, ich habe das in der Schule gemacht, ich habe ganz schnell meine ersten Klassiker gelesen und ich habe dann Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. Also das war meine Leidenschaft. Und dann kamen aber Umwege. Ich habe zuerst bei Bertelsmann gearbeitet, wo ich noch Bücher fürs Sortiment ausgesucht habe. Ich bin dann aber auch zu einer Unternehmensberatung gegangen, wo ich ein bisschen im Bereich Medien gemacht habe. Und dann kam eigentlich ein Cut mit meinen 2 Kindern. Und beim 2. Kind habe ich dann das Arbeiten in der Unternehmensberatung aufgehört, weil es sehr schwer ist, das zu verbinden. Und dann plötzlich, es gab da allerdings auch eine Situation, da verschwand eine Bäuerin aus einem Bauernhof, auf dem wir immer Urlaub machten. Und der Bauer meinte, er weiß nicht, wo sie ist, sie ist einfach weg. Und dann kam dieses, oh, ich möchte darüber schreiben. Und damit fing das Ganze an. Seit 5 Jahren mache ich es jetzt hauptberuflich. Wiederholen sich dann die Themen in deinen Büchern auch irgendwie immer wieder oder sind es immer andere Themen? Was für eine Autorin bist du? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Geschichten, hoffe ich zumindest, wiederholen sich nicht. Ich habe auch am Anfang Kriminalromane geschrieben und jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Romane. Also ich hoffe, dass jede Geschichte sehr anders ist und spannend. Aber es gibt natürlich Themen, die einen als Autorin immer interessieren. Und ich glaube, und deswegen bin ich auch vom Kriminalroman ein wenig fortgegangen und zum Roman, mich interessieren wahnsinnig Menschen und Charaktere und oft auch das Traurige in ihnen, weil viele Menschen, oder sagen wir, die meisten Menschen haben kein perfektes, glückliches Leben. Und was in diesen Menschen vorgeht, womit sie hadern, was die Gründe sind, vielleicht sogar bis in die Kindheit. Und dieses Psychologische interessiert mich immer und das interessiert mich auch im Koffer voller Briefe. Die Figuren, sowohl Isabel wie Elias, wie sie sich entwickeln, was sie durchmachen, mit was sie hadern, warum sie leben, wie sie leben. Sind es dann auch Protagonisten, wo du sagen würdest, du kennst auch solche Persönlichkeiten im echten Leben? Orientierst du dich dann irgendwie an irgendjemand oder ist das pure Fantasie? Wie gesagt, als Autorin, man beobachtet ständig. Ja. Und manchmal sieht man nur eine Geste und denkt sich, ah, die ist interessant. Ja. Warum bewegt er so seine Hand? Und dann fängt die Fantasie an. Und ich denke, es gibt keinen Charakter in all meinen Büchern, der wirklich einer Person nachempfunden ist. Jetzt ist aber beim Koffer voller Briefe etwas sehr Besonderes. Also normalerweise entstehen Bücher nie aus Lebensgeschichten. In dem Fall hat mir ein Mann einen Ausschnitt aus seinem Leben erzählt. Und das heißt, dieser Anfang, dass ein Mann erfahren hat, dass eine Frau seit 30 Jahren jeden Tag Briefe an ihn geschrieben hat, die ist wahr.
Da ist so viel drin an Charakteren, an Entwicklung. Und ab da wird das natürlich auch wieder meine Fiktion. Aber es hat tatsächlich diesmal so einen realen Anlass. Vielen lieben Dank, Stefanie, für den Einblick ins Buch. Gerne. Vielen Dank für das Interview. Nach einer ganz kurzen Pause geht's für uns in die Galerie Baumgartl, in die Ausstellung Today and Tomorrow. Also bleiben Sie dran. Unter dem Titel Today and Tomorrow zeigt die Galerie Baumgartl aktuelle Werke des Künstlers Leon Löwentraut. Der 25-Jährige zählt zu einer neuen Künstler- und Sammlergeneration, die neuen Schwung in die Szene bringt. Wir haben uns jetzt für Sie in der Ausstellung umgeschaut. Leon Löwentraut wird mit seinen 25 Jahren in der internationalen Kunstszene schon als Star gefeiert. Begonnen hat seine Karriere mit einer Ausstellung in München. 2013 hatte ich die Ausstellung in der Galerie Schmiede in München, welche meine allererste Ausstellung war, die ich jemals in meinem ganzen Leben eröffnet habe. Es war damals eine umgebaute Scheune. Und da hat alles angefangen. Und das war so dieses erste Feeling, wo ich gemerkt habe, was Kunst in mir auslöst. Auch 10 Jahre später stellt der Künstler aktuelle Werke in der Landeshauptstadt aus. Die Galerie Baumgartl in der Prannerstraße zeigt Leinwände, Zeichnungen, Skulpturen und Grafiken von Leon Löwentraut. Es sind meistens dargestellt Köpfe, Menschen. Im Dialog, alleine nachdenklich, nicht nachdenklich, fröhlich, inspirierend. Aus der Leinwand sprechend, auf einen zugehend. Eigentlich das, was man in der heutigen Zeit vielleicht gerne hat, indem die Menschen mal wieder anfangen, miteinander zu sprechen. Lebensfreude und Fröhlichkeit vermitteln, das schafft Leon Löwentraut mit seinen Werken. Die Gemälde des Künstlers sind dabei nicht nur mit dem Pinsel gemalt. Wir haben eine aufgespannte Leinwand, die bekommt zuerst eine farbliche Fassung, vielleicht in Form des Hintergrundes. Und dann geht es los mit der Malerei. Bei ihm sehr pastos, sehr dick aufgetragen, direkt aus der Tube auf die Leinwand. Daher kommen diese starken Konturen, dieses aus der Leinwand erhaben wirkende, und dadurch bekommen die Arbeiten auch eine schöne Tiefe. Mit seinen Arbeiten will Leon Löwentraut möglichst viele Menschen, gerade in seinem Alter, für die Kunst begeistern. Seit dem Tag in dieser Galerie war das dann für mich so, okay, ich glaube, die Kunst wird mein Leben bestimmen. Unter dem Motto Today and Tomorrow motiviert Leon Löwentraut nicht nur an heute, sondern auch an die Zukunft zu denken. Noch bis Ende September gibt es seine Werke in der Galerie Baumgartl zu sehen. Das war's mit dem Culture Club für heute. Alle unsere Beiträge finden Sie natürlich auch in unserer Mediathek unter münchen.tv. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.